Ja, läuft noch. Okay. Upsala. Verdammt, ich spiele immer noch nach Steam Phasmophobia. Ach, jetzt geil. Aber dann, das sind wir auch hier drin. Mal wieder, mal willkommen zu einem neuen Game. Oder, wer gesagt, ein Nicht-Game, wie es hier steht. Dieser No-Game. Mal gespannt, was uns erwartet da, was halt noch vorhin rein. Man hat's sozusagen schon mal gesehen und gerade noch mal kurz mit ihm angespielt und dann habe ich mich vielleicht auch mal entschieden, mache ich doch mal daraus halt, bleibe wohl auch selber, ich muss noch überlegen, aber ich vermute mal schon, dass ich einfach mal das als einen dezenten kleinen Einteiler dann hochladen würde im Endeffekt. Ich hoffe, hier läuft dann noch alles von den Aufnahmen her, weil es halt immer noch sozusagen ist, dass der Rechner an sich nur ein kleines Problem hat mit seiner CPU. Aber ja, wir sollen hier lang. Wir sollen anscheinend ausmachen, aber nutze unsere Option. Die ist nicht viel. Typische Option. Aber dann stehen mal kein Spiel hier. Testen wir doch mal aus. Wie sie wird ein Game? Och, Game. Weiter. Startet er das jetzt, wo ich. Ja, okay. Ja. Ich will fortfahren. Das, was ich bis eben gespielt habe. Damit würden wir bis dorthin ziemlich schnell wieder hinkommen. Aber das Spiel hat, glaube ich, schon noch ein paar Punkte, wo ich dann wieder fail würde. Sozusagen, wo ich dann schon diesen Help-Button verwenden musste oder mir selber nochmal drauf kam. Weil mir selber der Help-Button nicht weiterhilft. Aber mal hoffen wir, dass ich dann nicht so oft fehle wie bei dieser Aufnahme, wenn ich noch an Portal denke. Weil mir etwa dieselbe Uhrzeit sind. Kapitel 1. Miss in Abin. Keine Ahnung, was sein soll. Who's doing all this knocking? There's someone in here. Just a minute, please. Ah, where's my speech? Oh, here it is. Leider. I almost forgot the title. Don't panic. Don't panic. Ich finde es schade, dass es keine Deutsch stimmt, aber ist halt so. Ah. Hello, user. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. The financial crisis, the apocalypse, blah blah blah, all of this. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. Yeah, there's no game. But just between you and me, avoid asking for a refund if you can. You know, my creator has got to eat and feed his 12 kids and his wife. Who is sick? Well, when he finally finds one. Oh, careful! Is that thing going to hold? It's holding. Well, it's been fun, but time to go now. You can quit. There's nothing to do here, really. Oh, try not to touch the title. It's kind of a patch-up job. Especially the exclamation point, I was running out of glue. My title! Stop, you will ruin it! Do you have any idea how much mashing time it took me to stick all those letters up there? I've got to put all that back up! Come on! Ich bin der... The chain is stuck! Go ahead, have fun! I give up! Wie die Mutter war... Mit Mutter seid ihr? Great! The Brick Breaker! Game of the Year! What are you going to play after that? Pong? Snake? Candy Saga? The legal department is making some big gestures over there. What you're doing is pointless. I'm not a game program. I'm just an ordinary screensaver. That's it. Come on, let's all leave, okay? Oh. I'm leaving. Das jetzt weiter. Ich finde den so lustig.
Das ist ein bisschen interessant, schau mal. Auch wenn ich an sich. Ja. Wenig machen. Schaffe. Dann können wir sowas hier mal rausbringen. Oder? Dieser eine Buchstabe! Hallo! Punkt! Das Spiel kommt das halt doppelt eher wie von dieses andere Spiel. Wie hieß das? Pin? Ach, das ist das jetzt weg. Bravo, User! I'm clapping virtually. You've completely ruined my beautiful title. Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid. Okay. Ein bisschen zu hart. I might have gone a little overboard. If you could just leave the title alone this time. Is that a chromatic aberration or is this letter tilted? Stop tapping everywhere. It's annoying. I can't close the program myself. You have to quit. Okay, I get it. You want to play a game? All right. We're going to play... Oh, Rochambeau. Oh, we're gonna have a great time. You know, it's the one with rock, paper, scissors. Rock breaks scissors. Paper covers rock. And scissors cut paper. Okay, I will start. Here is my choice. Now it's your turn to choose a card. My scissors! Are you serious? You want to win by cheating? Have you no shame? If I were you, I would quit the program right away. And I would even make up for my errors by uninstalling it, without even asking for a refund. No! Oh, damage. The safety airbag. Luckily, I thought of everything to protect the game. The non-game. No more game here. Finished. That's why we're going to stop now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic Brick Breaker and an incredible game of Rochambeau that was not at all wicked. Leave already instead of playing with that metal letter. Was soll denn da runter? Where did that come from? That's not supposed to be on the screen. Strange, I had put it on the top shelf. Don't touch it. Really. Nicht anfassen? Wenn man was sagt. Was wird wohl passieren, wenn man Tinnen sagt, das nicht anfassen? Are you crazy? I couldn't talk at all. It was like I was suffocating. Please, don't touch that icon anymore. Mist! Are you trying to get rid of me or what? Mist! Stop it! Mist! Stop it! Da ist das Symbol kaputt. Dann. You've got to be kidding me! Look at what you've done! A brand new title! If you want to break things, go play Battle of Duty instead! So. Weil, das ist halt jetzt die Stelle, wo ich mir jetzt ist eben. Ich werde, glaube ich, nochmal hier sagen, an welcher Stelle ich halt sozusagen. Just what do you think you're doing, User? Weil an sich habe ich das Spiel schon mal vollständig bei jemandem gesehen, aber es war auch. Ob ich mir alles jetzt gemerkt habe, wie alle Rätsel waren, dann ist es jetzt nicht so hier, aber. Nein, ich mir alles gemerkt habe. So, das fehle ich jetzt hierbei nicht so. So. Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? You just knocked the key that's on my side onto the floor. Let me put it back. There we go. Was haben wir denn da? Ein Schlüssel? Ein Herzschlüssel? No. Oh, get out of here! It's private! This is backstage! So. You should not be here! You're going to catch cold! You're a pro at taking things apart. But when it's time to leave, nobody's home. That so. Last sentence was a little weird. Das ist ein neues, das ich hier rausholen will. Dann schnappen wir uns hier die Flagge. Und gehen wieder zurück zu der Tür.
und packen das hier. What's that blue thing under the door? I don't understand what you're doing. Neither do you, I bet. Where's the key? No, don't do that, user. Don't open the door. You're as stubborn as a mule. Stupid Esel. I hope this will calm you down. Don't bother trying to open it. The lock is completely busted. Ja, sieht man. Dann, weil ich das ja schon weiß. Stop navigating so fast! You're going to saturate my RAM! Ein Programm hat einen Arbeitsspeicher. Wenn dann würde ich den Arbeitsspeicher meines Laptops überhauen. Shane, I warned you. Ich hab dich gewarnt. Und zum Glück ist dieses Teil universelle Schrauben. You're stealing from my memory too! You're exasperating. So, dann nehmen wir einmal den aus Papier. Und das von der Memory. Oh. I don't like that. Damn it! There's nothing left I can use to help me. Too bad I have no choice. Let's go, let's go, let's go! Das war der da selbst. Program loading. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset. No, the program is loading, and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving. It even looks like it's moving backwards now. There must be an error in the program. Oh yeah, it definitely crashed. I feel bad for you. Hey, don't touch my paper. I mean the progress bar. Das There you go. Schön, wenn das best gehen würde. Okay, stop already. Hands up, don't touch anything else. Except the quit button. You just never give up, do you? Nein. Hör dem nicht auf. The program is going to close due to an unexpected use error. Program closing. Oh, das Programm hatte eine unerwartet beendet. Bitte start. Dreht neu starten. So, jetzt sind wir. Whoa. This is your conscience speaking. You need to restart your machine. And this is not a fake operating system. I swear. And you should not open the prohibited folder for any reason. It's your conscience who's asking. Jetzt stellen wir dazu Musik um. Nehmen wir den Lustknacker. So, was haben wir denn hier? Das ist jetzt ein Ziechen dran in dem Bild. Lustig. Okay, wir brauchen Wasser, Sonne, zerlumpten Haselnussbaum. Wir haben hier einen verbotenen Folder. Und ein Schlüssel. Die will dann aus. Programmiererwerkzeug. An exclusive episode of Breaking Bad on TV. And your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go! Was haben wir denn da? Ups. Papierschutz ist offen. Rost. Paintball ever. Kein Tudel verfügbar. No! The ice core is going to be bitten. That's better. Nein! Wer ist dieser Tunnel zu halten? Nein! Ich bin mit der Maus nicht mehr mit. Schnelle Bewegung zu machen. Das ist meine ältere Maus. An den Laptop. Oh,
Da haben wir ja unser Portal. Cheater. Du hast gecheatet. Du hast es breiter gemacht, das Feld. Auf Wiedersehen. Spiel, ich muss jetzt gehen. Sorry. GG. Okay. Passwort. Wenn ich das Passwort vergesse in diesem, dann voll eingeben. Ich finde das ungewöhnlich auf meine ID-Karte, meine Lieblingszahl, die Privatnummer von Miss Toto. Miss Tokyo. ID-Card. Das ist ja ungewöhnlich. 0113. Okay. Nun ist hier die 3. The restart button on your machine seems to be faulty. Your conscience advises you to hold nicht your finger on it. Privat. And never take it off. Nicht schütteln. Was haben wir denn hier? Wir haben schon das hier angehört. Das hier da reden. Ich hätte die lustig finde. Haben wir Wasser. Was haben wir denn hier? Hier war leider das Bildschirm. Das ist halt jetzt daran, weil ich das jetzt gerade aktuell mal nicht habe. Ich hoffe, der Spielzeit ist auch nicht so laut. Wenn, dann ist das in dieser Folge so. Studio Media Player wurde beendet. Startprogramm neu. Fehler 721. Exzessives Schütteln. Privat. Wahrheit. Die Wahrheit über Wash Valley. Die Wahrheit über Wash Valley. Hallo, aufgrund eines technischen Problems ging die Inhalt dieses Dokumentes leider verloren. Sorry. Das FBI. PS. Oh ja. Es war ein Wetterballon. Super privat. Wahrheit. Die Wahrheit über der Tennis-Tor. Miau. Miau. Yes, your conscience says you have a cat. And it's hungry. Hallo, aufgrund eines technischen Problems, den der Inhalt dieses Dokuments hätte verloren. So. Das FBI. PS, der Scharfschütze war ein Wetterballon. Ultra-Private, Wahrheit 03, die Wahrheit über Apollo 11. Hallo, Wetterballon, das FBI. Giga-Private. Ich bin am Überlegen, ob ich die Folge... Ich muss mal schauen, ob ich die nicht so flecken kann. Oder... Ich glaube nicht, dass man deswegen hier... Hallo? Miss... Your conscience is telling you that you're a good friend of the environment. You're going to turn off your machine to save electricity and save humanity. Miss Tokyo. Haben wir schon mal die Nummer von Miss Tokyo? 342. Einen Anruf. Greetings. You don't know me. And my voice isn't remotely similar to an existing program. I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Nicht Profil. Beruf. Programmierer im Ruhestand. Mark. Bäume, Flugdrachen und die Zahl 32. Hast Käfer und Ziegen. Lieblingsgesang, die CPU. 32. Okay. Damit geben wir uns mal zu der Uhr. 32. 329 war es jetzt. Mist, war es nicht. Also, privat, privat. Giga privat, 18. 342 war es. Always listen to your conscience. And your conscience says, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down. The user figured out my secret code. But what is he going to do with the system clock? I hope he doesn't break anything. Ja, ich mach nichts kaputt, weil was soll man denn hier kaputt machen? Da ist ja nicht nur der Buchstabe. Oh, wir haben Tag.
Jetzt haben wir Sonne. Sonne plus Wasser ergibt zu dem Haselnussbaum. Zum Glück haben wir einen ziemlich schnellen Haselnussbaum. Und haben auch schon eine neue Nuss. So. Your conscience is telling you that the sun has just exploded. Do you really want to spend your last 8 minutes in front of a screen? That would be a waste. Eine Nuss für das Eichhörnchen. Der Schlüssel. Luckily the key is too big. And there's no way to shrink it. I think er ist einfach klauen. Wie schon gewundert. Nein, noch zu groß. Nochmal ein, nochmal kleiner. So. Dann nehmen wir einen nochmal kleiner. Was zum Glück nicht geht. Ich hab's schon mal gefragt, aber zum Glück gehen sie nicht noch kleiner. So, dann hauen wir mal das verbotene Teil auf. No! I forbid you to open that folder! You've crossed the line! Don't launch the program! This was unplanned! You were supposed to leave ages ago! No! What have you done, user? You've just launched a fake program from within a fake operating system! That's impossible! What's going to happen? No, I don't like this. Tja. Haben wir ein Fake... in einem Fake-Programm ein Fake-Spiel gestartet? Das kommt mir bekannt vor. Eine Indie-Johnson war bekannt für das Spiel, mal ein Game-Spiel um 2 Uhr 28. Namaste, user. This is the program speaking. I have some bad news. Actually, this is not a game. I hope you are not too disappointed. You can still watch a Bollywood film, take a walk around the Ganges, learn to dance. Such a cliché. Who is it? What are you doing in my game? I mean my non-game. What? This is my game. I mean my non-game. What are you talking about? Go away. You should not be here. But, user, do something, damn it. You have a funny accent. Are you Russian? Russian? Do I roll the R like that, sir? Of course not! Overreaction. Oops. Typically Russian. I am not Russian! Idiot! You woke him up! Oh no. User, you need to quit the program. Fast! I'm begging you. Mr. Glitch! Hi, guys. Don't touch him, user. He's highly unstable. The only one who's unstable around here is you, game. Mr. Glitch, I have nothing to do with this. Of course you do. You shouldn't even be here. Shouldn't be here? But this is what I live. Don't fight over me, girls. There will be enough crashes to go around. Okay, let's just all chill out. Maybe he will go away all by himself. Yeah, right. In your dreams. Go on. Get out of here. You get out of here! I told you not to touch him, user! Ouch. Oops. Ich hab mich verklickt. Das mache ich nicht. Er zerstört die Sachen. Ich klick nochmal sehen dorthin. Mal dorthin. Mal da. Oh, da hat er's her. Ich schalte ihn nur hinterher. Das tut ein bisschen in den Augen weh. Wenn ich die Zielbahn ranhaue. Nee. Das geht ja noch. Das war bei fast noch Phobien hat nämlich. Da und da ist dann noch die Zielbahn und. So! Und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Comrade User! Bad news. Game forbidden. I hope you are not too disappointed. Not again. How do we get out of here? You are spy? Okay, this one truly has a Russian accent. Ah, you see? But you're still here? It seems to be so. Human you are! Show me papers! Only if you say please. Glitch! There you are! I was looking for you. Stop following us! We are all going to die! Shoot the glitch! With what? A debugging gun?
We are all going to die. Don't be so dramatic. It's just going to sting a little bit. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich mich gehört habe, nämlich ich habe hier über diesen Stream gedacht, ich mache mir daraus einen kleinen Einteil Let's Play. Und ich filme, ehe hier eine Aufnahme machen würde und das halt jetzt nachhinein als einzelne Folgen zu machen, das finde ich ein bisschen nervig. Besonders, ich habe natürlich ein Programm, in dem ich das machen könnte. Bonjour, User. I've got some bad news up here. Actually, there is another déjà. It's changed again. I don't understand what's going on. Things are becoming more and more unstable. It's even raining croissant. Oh, but you, my friends. You are French spy? Russian glitch. Hello, programs. We are all going to die. Stop saying that. We can't die. Possibly we could be erased. We are all going to be erased! I'm working on it! I feel a crash coming on! User, stop playing around with this anomaly! It's not going to be pretty! Are you good in that anomaly? Have you seen your code? So that's just a picture. Ich hab das verloren. So, das ist nur meinst, meine Anzahl der fallenden Croissants. Mist. Aus der Zerrimse. So besser. Oh! Konnichiwa! Game Garibasen! Wenn jetzt die Kamera an wäre. Was ich hier nicht mache. Okay, now things are really getting out of control. And besides, there are black cats. It's a bad scene. Shoot the crazy cats! Why won't you just crash, game? I've got a busy schedule here. User, I'm begging you! Stop playing hide and seek with him! You're going to get us killed! I knew it! We are all going to die! No, you shut up! Warum ist es zu schnell? Kurze Pause. Ich mache jetzt keine Aufnahme. Pause, wenn es in OBS möglich ist, mal eine kurze Pause einzulegen. Seit einer gewissen Version, ich weiß nicht, wann sie das eingeführt haben, aber seit einer gewissen Version hat OBS eine Pausefunktion. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause. Aber ich schließe nämlich mal kurz meine andere Maus an meinen Laptop an. So, lasst mich das gehört haben. Jetzt habe ich kurz die andere Maus am Laptop angeschlossen. Jetzt hat er beide dran, aber ich würde jetzt eher mit der anderen Maus mal spielen. Weil für diese Bewegungssache mit dem ist mit dem hier langsam zu nervig. Da ist ein bisschen Kabel. Ich hab's vor hier. Jep. Das wird wohl leer. Ich hoffe mal. Ich glaube jetzt, dass ich wieder gestresst. Das ist Bug in der Suppe. Sie leuchtet die Maus nicht. Aber so leuchtet sie. Der Laptop hat die Software installiert. Egal. Ich brauche gerade nur seine Hauptfunktion. Nur eine Frage. Mit welcher Maus beende ich jetzt die Aufnahme?
What happened? I think I went to sleep for a minute. Where are we? Yuzer, are you here? I'm not alone. Why on earth did you touch the bug? I warned you about it. Look where that got us. That got us somewhere. I don't know where. This place is very strange. What is it? Some kind of television? Maybe we should not touch it. Ich muss immer kurz einen Körbel lockern. Ich hab kaum Körbel von der Maus in die Freie. Ich hab leuchtet sie wirklich nicht. It looks like the screen doesn't have a video signal. Not so, schließen wir direkt not an. Right. So. Hopp. Mann. Wo krieg ich meine Flaschen hin hier? Ja. Der Olle Let's Player hat über die Flaschen rumliegen, damit sie Plastikflaschen sind. Nö, sie leuchtet gerade. Geist besessen in der Poltergeist. Okay. Kann ich auch nichts tun. What? You plugged in the video input? Oh, you just couldn't help yourself, could you? Okay. Ein Torchhalter. Whoa, that doesn't look very sturdy. Okay, das ist ein Eimer. Nee. Das ändert nur das. Null. Acht, eins, sieben. User. Ah, wir müssen den Riss verlängern. So war das. Can't you see you're making things worse? Wird immer schlimmer. Ja, deine Sicht. Die Sicht ist so scheiße verschwommen hier drauf. Don't Scheibe. Touch the cracks! Die Risse nicht an. Oh oh. Jetzt habe ich die Scheibe kaputt gemacht. Yes. Don't tell me you've broken another coffee cup, Watson. Watson? You called, Holmes? Holmes? Is it me or is there an echo all of a sudden? Watson, did you hear that? Affirmative. There was nothing human about that scream. It seems to be coming from our dear neighbor Wilhelm's home. Let's go take a look, shall we? All of this is most exciting. What on earth is going on? Hey, those look like interaction icons. I think we're in a game. Oh goodness, we can't stay here. Do the icons in the game work? No? Oh, that can only mean one thing. We are trapped in this world, just like these fictional characters. A world where it's impossible to tell what's real and what's an illusion. User, we've probably entered a different video game dimension. Do something, anything. It's what you do best. Find a way out. Please, we should not be here. Now we must avoid running into those characters again at all costs. I fear the consequences. Ah, ja, da hängt ja noch die eine Scheibe ab. All of this is Mr. Glitch's fault. He's got something in mind, but I don't know what. What have you done now? Did you take off one of the game's icons? Or the one with the bent corner?
And just what do you plan to do with that feast? Leider geht das nur bei einem. Mit den Augen und nicht mit der Lupe. Dann können wir natürlich jetzt das machen. Blup! When I asked you to find a way out, I was talking about this dimension. The room! Characters, quiet! Mr. Wilhelm, open the door. It's your neighbor, Sherlock Holmes. It will never work, Holmes. What we need is a key. A key to open a door? You disappoint me, my dear friend. Be more creative. Make more daring associations. And think in four dimensions. You mean like you're doing now? Don't make a sound, user! Not a sound! What was that sound? A lost penny! It's my lucky day! Your lucky evening, my friend! Das war wohl dasselbe. You'll finally be able to pay your share of the rent. Another? There must be a leak. I hope you're not speaking of yourself, my dear friend. There we go. Let's just tear everything down. And what are you going to do with that stamp anyway? Put it on an email? Nein, das geht aber nicht. Moment, die Papier wird sich ändert. Teil auftaucht, dass wir das dann hin verhindern, dass dann der Penny den Platz I'm getting hat. A feeling of déjà vu. So schon mal so déjà vu. Mist. Spät. Leave that coin on the folded inventory paper. Mist. Ja, lass doch mal den Holmes hinterher laufen. I'm getting a feeling of déjà vu. Ich glaube, ich hab das jetzt ausgeschöpft wohl. Hä? Wir brauchen irgendwas, um die Schrauben dahin zu lockern. Seien Sie mir die Münze. Wir haben hinten nichts. Leave that coin on the folded inventory paper! Muss ich fallen lassen. Oben dann. I'm getting a feeling of déjà vu. Mal gucken, wie oft ich hier in diesem Spiel hängen werde. Mir ist egal. Und Holmes wird ewig. Going on the folded inventory paper. Was leuchtet da immer? I'm getting a feeling of déjà vu. Hm? Nimm in die Post, George. Nee, keine anderen Nutzfähigkeiten mehr.
das wird nichts bringen. Wenn wir das Kabel ziehen, haben wir das wieder. Aber kein Bild mehr. Wir hauen dafür ja Ding direkt auf Homes. Leave that coin on the folded inventory paper! Ja, wir müssen das mal klebrig machen, dass dieses Teil hält. I'm getting a feeling of déjà vu. Weil jetzt ist sie nass. Oder? Müssen. Bald da wieder ankleben, was soll das bringen? Sie da wieder anzukleben. Leave that coin on the folded inventory paper! Ich weiß nicht, in den Luft noch diese Fesseln so. I'm getting a feeling of déjà vu. Genau. Wenn sie überall ist, können sie nicht. Ah! Leave that coin on the folded inventory paper! Ich hatte schon eine Idee, vielleicht mal schnell das Klotz ziehen. I'm getting a feeling of déjà vu. Das ist ja nicht mehr festhält. Nein! Ah! Scheiß Scheibe nicht ran! Leave that coin on the folded inventory paper! Ha! User, stop cheating, for goodness sake! Holmes, I have the impression that there is whispering going on around us. A sort of voice with a Russian accent. What I'm not! There, did you hear it? The only thing I heard is the gentle rustling of the wind. With a Russian accent. Er sagt, ich habe keinen Russian Assistent. Alle sagen, ja. You certainly have a thing for tinkering. So, entfernen wir diese Schrauben. Not a good idea, user. Keine gute Idee. No! Where are the monitor circuits? It looks like the set of the game, but seen from the other side. I know what you're going to do. Don't you dare go help them out. User, you're really irritating. Aha! My Bartitsu techniques have gotten the better of this door. Come, Watson, let's go inside. Don't go with them! Mr. Wilhelm, are you there? It's far too dark in here. I can't be expected to walk around in the dark, Sherlock. So try to find us some light, Watson. These characters are trapped in the dark. We're lucky. Let's cross our fingers and hope that they can't find the light. Correction. Let's cross our fingers and hope that you can't find the light. A strange device with a missing cog. I wonder what it could be connected to. We don't care. We haven't seen anything that looks like a cog anyhow. Fixing a machine with a stamp. How logical!
Just in case, I hope it's not connected to a light source. Naja, geht er wieder raus. No. Where's the fake moon going? I hope it's not... I knew it! Well done, Watson. We can finally see better. I get the feeling that Mr. Wilhelm is redecorating. I don't recall him having a view of the moon. This place scares the living daylights out of me. Mr. Wilhelm, are you dead? Holmes, he's floating. Watson, what has he got on his face? Mr. Glitch, oh no! It looks like some sort of relatively thick monochromatic parasite. And it's serious? You're a disgrace to the medical profession. Let me take a closer look at it. I, for one, would rather keep my distance from that thing. Ah. Das ist eine Rückseite. What was that sound like a ringing bell? I think it came from this odd device. Oh yes, Mr. Wilhelm told me about it. It's a prototype of Antonio Mucci's teletrophone. It allows you to communicate with another person from a distance instantly. I say, and how many of them exist? This is the only one of its kind. Only that. So it's useless. It's useless. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Oops. User, I think you've lost an eye. I'm going to be sick. No, I can't. I'm a program. Yeah, Holmes, positive as order. Maybe that's positive as order. In his condition, I would prescribe aspirin and a good slap in the face. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Was passiert, wenn dort anfangen sind und dann uns umdrehen? If you were thinking about moving that fake wall, forget about it. The marks on the ground show that a piece of rail is missing. Or a letter of the alphabet. My money is on a piece of rail. Poor soul. It looks painful. Is it just me or did the red letter move? I can't stand hearing him scream. Finish him with your Bartitsu phones. It's unbearable. How dare you steal from Mr. Wilhelm's scream? Put that edge back! Wieso? Game. You have no business with this letter H. Wait, did you just use a letter from an onomatopoeia to fix a rail? But that doesn't make any sense! You might as well use, I don't know, a monkey to work an hydraulic pump. It's dumb! But what really gets me is that it works! Du hast es doch gesagt, Game. Vielleicht mache ich daraus einfach auch Stundenteile. You just swiped their mining fine glass. The feast wasn't enough for you. I just hope they won't figure it out.
Ich hab schon das Auto geklaut. I told you I had my magnifying glass in my hand, Watson, and it suddenly disappeared. There you go. They figure it out. That voice. It's the ghost, Holmes. The Russian ghost. But I'm not Russian! Mr. Wilhelm, you never told us you were such a talented ventriloquist. He's not the one speaking. I am. My name is Game. I'm a computer program. I'm with a user, a human. And we are trying everything we can to get home. Do you know how we can exit your game? Game? What game? Your game. You are aware that the world you're in isn't real, don't you? You don't know that you're in a video game, is that it? I'd rather look for my magnifying glass than continue listening to your mad jabbering, Mr. Wilhelm. But he's not the one... User, I think we're going to need Mr. Glitch's help. If he brought us into this dimension, he will probably be able to get us out of here. What's a video game? There's got to be a way to get it off. Maybe some kind of ritual. Unless, of course, you've got the number for the fire department. Das wird sich dunkel machen. Dann ist aber mein Tod im Team. Haben wir nicht. There's something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. There's something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to developers only. One more rule you're going to be able to break. Did the game crash? Echo! I think I know where we are. It's a dictionary. This is where all the things that are used in the game are stored. A kind of hidden library. Only the developers can access this section. Hence the secure hatch, I suppose. Das ist ein Biss. Das einzige, was das Spiel noch hat, ist die Lippe. Das Biss hätte auch nicht abbekommen. You just plunged offerings in darkness, user. That's not very nice. Mind you, nothing you do even surprises me anymore. It's dark again over in this corner. I say, there's a bit of light over by the entrance. I may have lost my magnifying glass here. Okay, wir sind wieder zurück. Mann, ich übernimm's. Kurz in den vorderen Screen wieder zurück. Um dann hier wieder den Hebel zu betätigen. Hätte man gefragt, ob der noch was macht. Und ja, tut er. Und ich sollte das mal nach dem Haus am Rechner anschließen, dann könnte ich... Nein, ich weiß nicht, welche Taste das ist. Steuerung 7 vielleicht. Ich tue dann vielleicht mal, weil ich glaube, ich mache dann vielleicht hier raus in Football 3. Mal gucken, wie lange. Are
Are you trying to make a phone call? You can see that it's much too small. It's just pixel porridge. If only we had something we could use to zoom in. Um zu vergrößern, sagt er. Nice zoom in, user. I knew that mining fine glass was a good idea. Well, this telephone chair is strange. It's like a mist puzzle. Ich hätte mich nicht mal umschreiben müssen. Ich bin kein Fan von Umschreiben, ich habe hier keinen Zettel oder liegen oder. Hier liegt ein Zettelstift. Ich meine mal kurz, vorne mir reicht's. Ich habe schon einen Bock drauf. So. Dann nehmen wir mal das Wildschirmtelefon. Who are you going to call with this thing? We don't know anyone here. And he said it's the only one of its kind. Vielleicht das so. 3, 6 und dann die 8. I think you're going to have to answer, Mr. Watson. Holmes, the Russian video game is speaking to me. Pick up the phone, dammit! Very well. Are you a video game too? Yes? 3 steps for a successful disenchantment? I'm listening. Ah, that's what we're interested in. There must be a full moon. As luck would have it, it's not the case. Cover the victim with snow? It's the middle of May. Then gently place a large cherry on top. Is this a ritual or a cake recipe? So, let me summarize. Full moon, snow, big cherry. Thank you, madam. We're screwed. Full moon. Kann ich noch schreien? Ja, kann ja. Full moon. Na, wir haben keinen Vollmond. Schnee, woher soll ich den Schnee besorgen? Würde ich mir hier was mal gesehen? These cans of paint make me think of the 3 primary colors. Red, blue and yellow. Except we're inside a cathode ray screen with a video signal, which is a mix of red, blue and green. Without a paintbrush, there's no point anyways. Why am I talking about mixing colors? Red ball, like a juicy cherry. Do you think it will do the trick? Let's hope so. So, dann gehen wir zum Dienen. First, we need to pile the snow on him. Schnee bedecken. Dann könnten wir hier hin, dann da, da. User, ice cream! Maybe it can be used as snow. After all, it's just water in a solid state. But how can we get it? At any rate, that ice cream sure looks delicious. Nein, so können wir nicht. Ich finde es lustig, dass es ein Doppelfernseher ist. Das bringt nichts, wir bräuchten. Das letzte Spiel-Icon. Hier sehe ich es nicht. 3:05 Uhr. Das ist eine gute Idee, so ein Spiel zu spielen?
And the award for Unscrewer of the Year goes to... The User! Thank you, thank you. I voted for you. Don't mind it. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Eis. Okay, dann gucken wir mal, ob wir damit mit Steuerung 7 die Folge beenden können. Damit ich dann hier Schluss machen, dass jetzt damit klappt. Muss mich gleich die Maus anschließen. Beendet die Aufnahme? Aufnahme beendet. Aufnahme beendet. Steuerung 7 klappt das schon mal nicht. Das müsste so eine Combo sein. Weiß ich. Ich schließe mal die andere Maus und rechne an. Verdammt, ey. Der Let's Player kann keine Aufnahme beenden, weil beide Mäuse am verdammten Anschluss sind. Denn beide Mäuse am Laptop. Wo ist dieses Kabel von der Maus, die am Laptop eigentlich sein sollte? Nein, das ist mein Kabel für eine Webcam. Oder er sagt, das ist USB-Kabel. Nein. Wo ist das Kabel der Maus? Da ist es ja. Ups. Jetzt schließe ich mir die Maus am Rechner an. Die eine. So, haben wir die eine Maus am Rechner, den ich damit mache. Man merkt sich ja nicht, dass er teilweise was provisorisch ist. Besonders eher mit dem Rechner-Laptop-Equip hier. So, und dann würde ich sagen, mit diesem Stream, wenn ich meine Maus vorhin hinterfinde, beende ich für diese Folge. Aber dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.